So, jetzt haben wir als nächsten Redner die Fraktion, oder? Bitte, Frau Wissler. Nächster Redner ist der Redner der Fraktion der AfD. Es hat sich gemeldet der Kollege Richter. Herr Richter, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die von uns eben gehörte Regierungserklärung ist ein Offenbarungseid der Hessischen Landesregierung, Covid-19 nicht nur zu spät und falsch eingeschätzt zu haben, sondern die Situation auch politisch dergestalt zu instrumentalisieren, dass die soziale und wirtschaftliche Basis unseres Landes massiv gestört wird. Auch, das muss man zugeben, wenn sich die Ausführungen eben sehr staatsmännisch angehört haben. In einer unserer ersten Reden haben wir als Alternative für Deutschland der gesamten Regierungskoalition vor Augen geführt, die Menschen in unserem Land haben Ihnen einen großen Vertrauensvorschuss gegeben. Bitte nutzen Sie diesen nicht aus. Dieser Bitte sind Sie alle leider nicht nachgekommen, sondern haben genau das getan, was wir als AfD zuletzt hier im Plenum gesagt haben. Sie werden wieder das Gegenteil von dem tun, was richtig ist. Meine Damen und Herren, ich erinnere mich noch gut an die Sommerzeit, wo einige von Ihnen es sich im Gegensatz zu der Rednerin, was eben die Rednerin vor mir gesagt hat, noch gar nicht vorstellen konnten, woher eine zweite Welle bei Covid-19 kommen soll. Und es war damals bereits klar, dass genau dies geschehen wird. Und wir als AfD haben das bei einem Obmanngespräch auch ganz klar zum Ausdruck gebracht. Es gab dennoch seitens der hessischen Regierung keinerlei Ansatz, mit uns als AfD in eine engere Zusammenarbeit zu gehen. Und das, obwohl wir auch das geht schon, Herr Boddenberg, man muss es nur wollen. Und das, obwohl wir auch die Ersten im Hessischen Landtag gewesen sind, die auf Covid-19 aufmerksam gemacht haben. Das ist nicht lächerlich, sondern das lässt sich über die Anfragen schlicht und einfach über das Plenarsystem, über das Landtagsinformationssystem für jeden einfach nachprüfen. Mit entsprechender Vorsorge durch die Hessische Landesregierung in den Monaten Januar und Februar dieses Jahres wäre bereits der erste Lockdown gar nicht erst notwendig geworden. Ich erinnere daran, Sie sprechen hier so viel von Verantwortung. Im Frühjahr dieses Jahres war das der Herr Ministerpräsident, der noch auf den Versammlungen im Fasching vorne in der ersten Reihe gesessen hat. Ich habe es nicht verstanden. Wir waren diejenigen, die darauf hingewiesen haben, dass die Reise nach Schweden vom SIA-Ausschuss vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und ich erinnere mich auch noch gut an ein Mail von mir, wo ich gesagt habe, dass ich glaube, es waren die Fraktionsvorsitzenden, bitte nicht nach Malaysia fliegen. Hier haben wir etwas, was Verantwortung angeht. Sprechen Sie uns diese bitte nicht ab. Dieser Lockdown hatte für unser Land verheerende Wirkungen, und die 12 Milliarden Sondervermögen, die Sie in einer schon nicht mehr zu beschreibenden Selbstherrlichkeit beschlossen haben und mit denen Sie beileibe nicht allein die Folgen des Lockdowns abfedern, sondern auch ideologische Parteipolitik betreiben, zeigte bereits klar die machtpolitische Instrumentalisierung einer Notsituation, anstatt den demokratisch geforderten und auch notwendigen Schulterschluss mit den Oppositionsparteien zu suchen. Mit dem Sondervermögen, welches durchgesetzt wurde, und mit den jetzigen Maßnahmen geht die Hessische Regierungskoalition den Weg in eine undemokratische Machtausübung und missbraucht aus unserer Sicht das Urvertrauen der Bevölkerung in die Regierungsparteien unseres Landes in Krisenzeiten. Wie weit wird uns das, was hier geschieht, noch führen, und in welcher Form stellt sich diese Regierungskoalition eine Arbeit im Parlament mit demokratisch gewählten Parteien vor, wenn diese bei wichtigen Verordnungen nicht mit einbezogen werden und wir als Opposition zu politischen Statisten degradiert werden? Das sage ich zu Ihnen, Herr Boddenberg, es mag für Sie nicht vorstellbar sein, aber wir sind gewählt worden, auch wenn Sie das nicht anerkennen. Warum gab und gibt es keine Enquete-Kommission, damit eine breite politische Basis für solch weitreichende Einschränkungen unseres täglichen Lebens existent ist? Diese breite Basis kann man aufbauen, indem man Verordnungen und Maßnahmen durchbricht und sie tatsächlich auch auf ihre Notwendigkeit überprüft. Dass dies nicht gewollt ist, wird anhand der Maßnahmen, die hier heute vorgestellt wurden, völlig klar, denn diese Maßnahmen sind nicht nur zu einem großen Teil völlig
widersinnig. Sie werden am Ende auch nicht zu einer nennenswerten Verhinderung des Infektionsgeschehens führen, sondern gerade auch unsere wirtschaftliche Basis, hier vor allem im Dienstleistungssektor, vollständig zerstören. Eine gemeinschaftliche Arbeit in Form einer Enquete-Kommission, in der die unterschiedlichen wissenschaftlichen Ergebnisse zu Covid-19 sind, die zum Teil ja durchaus auch sehr widersprüchlich sind, aufgearbeitet werden, wäre der erste Schritt, um Maßnahmen zu ergreifen, die eben nicht unsere wirtschaftliche Basis zerstören, sondern sie sogar stärken und weiter ausbauen. Schauen wir uns das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland genau an, sehen wir, dass in vielen Unternehmen in Deutschland aktuell überhaupt kein Infektionsgeschehen stattfindet und diese Unternehmen auch weiterhin produzieren können, deutlich zu erkennen auch an unseren Exportzahlen. Es gibt also sehr gute Beispiele dafür, mit welchen Maßnahmen man agieren kann, ohne die wirtschaftliche Basis zu beeinträchtigen. Ein Teil unserer Industrie macht dies deutlich vor und beweist Ihnen, wie innovativ man dort mit Covid-19 umgeht. Die vergangenen Monate haben wir somit sehr viel über Covid-19 lernen können, über die Verbreitung, über die Möglichkeiten der Eindämmung, über die gesundheitlichen Auswirkungen auf einen Teil der betroffenen Patienten. Diese Lerneffekte sind politisch über die gesamten Sommermonate nicht, ich betone es noch einmal, sie sind nicht in vorausschauende Konzepte eingebunden worden. Die hessische Regierungskoalition war vielmehr damit beschäftigt, die politische Instrumentalisierung dieses Infektionsgeschehens zu festigen, um darüber dann die politische Macht zu erhalten. Und hier sitzt man im Boot mit einer Bundeskanzlerin, die seit Jahren eine Politik in Deutschland betreibt, die unserem Land nachhaltig massivst schadet. Wieder bei einem Bürger auch nur ansatzweise der Gedanke aufkommen könnte, dass ausgerechnet solche Politiker in Krisenzeiten dem deutschen Volk dienlich sind, wenn sie ja nicht einmal mehr die Worte Deutsch und Volk verwenden wollen, bleibt uns als AfD völlig schleierhaft. So ist Covid-19 eine willkommene Chance für die etablierten Parteien, ebenso zu tun, als gäbe es keine andere Möglichkeit, als die Freiheitsrechte der Menschen massiv einzuschränken. Und genau deswegen wünscht man auch keine Beteiligung der Alternative für Deutschland, da diese dabei niemals mitmachen würde. Und wie es üblich ist, werden oppositionelle Kräfte, das haben wir heute Morgen deutlich gesehen, werden oppositionelle Kräfte gesellschaftlich ausgegrenzt, denunziert und als mahnendes Beispiel der Öffentlichkeit vorgeführt. Das ist, meine Damen und Herren, einer Demokratie nicht würdig und entspricht für unsere Begriffe auch nicht mehr den Regeln der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Meine Damen und Herren der Regierungsparteien, Sie handeln klar verfassungswidrig. Was wir brauchen, sind vorausschauende Konzepte. Und dazu gehört, sehr genau hinzuschauen, wo und wie sich dieses Virus ausbreitet. Und wenn wir das tun, dann stellen wir fest, es breitet sich nicht in Restaurants, Diskotheken und Hotels aus, wenn dort entsprechende Hygienekonzepte vorliegen und auch umgesetzt werden. Diese Konzepte haben viele Unternehmen mit hohem personellen und auch finanziellen Aufwand betrieben. Bitte denken Sie daran, was die Unternehmen bereits gemacht haben seit Anfang dieses Jahres, nur um jetzt geschlossen zu werden, obwohl sie in keinster Weise als Hotspots aufgefallen sind. Es erschließt sich wohl nur für die hessische Landesregierung und der Bundesregierung, weil man z. B. auch Schwimmbäder schließen möchte. Allein hier zeigt sich die völlige Sinnbefreiung ihrer Politik. Wir halten hier einmal als Zwischenergebnis fest, dass viele dieser Unternehmen, also damit Rückgrat unserer Gesellschaft, nicht mehr überlebensfähig sein werden und damit als Nettosteuerzahler für unser Land ausfallen. Da wir nur noch rund ein Viertel der Bevölkerung als Nettosteuerzahler ausmachen, muss Ihnen allen doch klar werden, dass die Ausfälle, die durch Ihre Politik stattfinden, am Ende auch nur über diesen Teil der Bevölkerung bezahlt werden kann. Und da dieser bereits mit Steuern und Abgaben bis rund 80% des Bruttoeinkommens belastet ist, werden Sie hier an die Grenzen der Möglichkeiten kommen, welche die Bürger noch bereit sind zu akzeptieren. Da die wenigsten Politiker wissen, wie es morgens ist, aufzustehen und eben nicht pünktlich sein Geld überwiesen zu bekommen, sagen wir Ihnen als AfD in aller Deutlichkeit, was Sie hier den Unternehmern
und Mitarbeitern antun, ist jenseits jeglichen verantwortlichen Handelns eines Politikers, einer Partei oder einer Regierung. Die Hilfen für diese Unternehmen sind zudem nicht einmal ansatzweise ausreichend, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und ich erwähne nun einmal so am Rande, da die Grünen in der hessischen Regierungskoalition ja nun einmal Mitbestandteil sind, dass die desaströse Politik im Automobilbereich bereits genug Schaden für unser Land angerichtet hat und man heute auch seitens der Grünen in jenen Städten über fallende Gewerbesteuereinnahmen klagt, wo deutsche Automobilfirmen den größten Batzen der Einnahmen ausgemacht haben. Ich erinnere an Baunatal. Meine Damen und Herren, Ihnen scheint sowohl der moralische als auch der politische Kompass leider Gottes völlig verloren gegangen zu sein. Unsere Aufgabe ist, Schaden von unserem Land abzuwenden und Politik für die Menschen unseres Landes zu betreiben. Und genau das setzen Sie leider nicht um. Dies muss erwähnt werden, um die Brisanz der Maßnahmen bei Covid-19 den Bürgern in unserem Land darzustellen. Wir müssen die Maßnahmen weiter genau betrachten, um ihre Sinnhaftigkeit zu überprüfen. Und da kann man auch in anderen Bereichen nur noch von Aktionismus sprechen. Öffentliche Veranstaltungen, selbst wenn sie gute Hygienekonzepte aufweisen, werden von Ihnen untersagt. Alkohol nach 23 Uhr in der Öffentlichkeit wird verboten. Zusammenkünfte und Feiern innerhalb der eigenen Wohnung sind im engen privaten Kreis wiederum gestattet. Werfen wir einen Blick auf die Statistiken, wo sich das Virus am meisten ausbreitet, mit über 30% in den privaten Haushalten unseres Landes. Das bedeutet, dass öffentliche Veranstaltungen mit guten Hygienekonzepten mehr Sinn machen und man die Bürger schlicht bitten kann, auf Feiern in den eigenen vier Wänden zu verzichten, da dort Hygienekonzepte kaum möglich sind. Das ist sinnvolle Politik. Und das wäre auch eine angemessene Reaktion, wenn sie gut erklärt würde und auch freiwillig eingehalten werden könnte. Und es schafft zudem im Dienstleistungssektor sogar Umsätze, die bei Ihrer Politik aktuell völlig wegfallen. Gleiches gilt für die gesamte Tourismusbranche. Ein hoher Standard und eine gute Schulung im Bereich der Hygiene hat dort stattgefunden. Es gibt überhaupt keinen Grund, unter Einhaltung der Regeln den Bürgern einen Aufenthalt im Hotel und an frischer Luft im Zuge von Erholungsurlaub zu verweigern. Dafür gibt es keinen Grund. Es ist somit nicht notwendig und auch wissenschaftlich überhaupt nicht belastbar, so zu handeln, wie die Regierungskoalition in Hessen derzeit handelt. Übrigens geben das auch die Zahlen des Robert-Koch-Institutes nicht her. Die Wahrscheinlichkeit, sich in einem Hotel anzustecken, liegt nahe Null. Sie aber wollen das alles massiv einschränken. Meine Damen und Herren, Sie können es nicht einmal ansatzweise begründen. Es geht weiter mit den Einschränkungen im Bereich der Dienstleistungsbetriebe, also Kosmetikstudios, Nagelstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnlicher Betriebe. Die Konzepte für Massagepraxen und Tattoo-Studios, schauen Sie sich das an, sind bereits heute so umfassend und werden auch so angewendet, dass hier ebenso wenig eine Übertragung von Viren stattfindet wie bei Friseuren. Es macht somit auch keinerlei Sinn, diesen Bereich zu schließen und deren Geschäftsmodelle nachhaltig zu zerstören. Es gibt hier sogar eine Ungleichbehandlung, die ebenfalls in keinster Weise wissenschaftlich abgedeckt ist, zu den Friseurbetrieben. Ebenso bei den Freizeitaktivitäten. Die meisten Sportstätten unseres Landes sind ebenfalls nicht als Hotspots bekannt. Auch nicht Freizeitparks, Kinos, Messen, die alle ihre Hygienekonzepte haben und bereits dadurch massiv eingeschränkt, aber aktiv in der Eindämmung von Infektionen sehr erfolgreich gewesen sind. Tierparks und Zoos, Museen und Schlösser zu schließen, ist ebenfalls sinnbefreit, wenn wir uns die Zahlen in diesen Bereichen anschauen. Aktuell kann dort nur eine begrenzte Anzahl an Menschen, teils mit Voranmeldung, überhaupt das Angebot nutzen. Wie soll sich angesichts solcher Maßnahmen vor Ort denn ein Virus verbreiten? Erklären Sie das bitte den Bürgern unseres Landes. Wie soll das funktionieren? Im Bereich von Krankenhäusern, Seniorenheim und Pflegeeinrichtungen, hier dürfte Einigkeit herrschen, ist mit besonderer Vorsicht zu agieren, welche allerdings nicht zu einer vollständigen sozialen Isolation von Menschen führen darf. Die hier aufzubauenden Hygienekonzepte müssen dergestalt geschärft und verbessert sein, dass sowohl ein Schutz der Patienten als auch der Arbeitskräfte und Besucher gewährleistet ist. Das bedeutet, dass vor Ort Schutzmaterial zur Verfügung gestellt werden kann und muss, was einen weiteren Punkt darstellt, nämlich die Definition von einer Mund-Nasen-Bedeckung. Die deutsche Politik hat es bis zum heutigen Tag nicht geschafft, eine klare Definition von Schutzmaterialien zu schaffen, bei der tatsächlich eine Übertragung des Virus verhindert werden kann. Dies führt dazu,
dass man eine Trageverpflichtung eingeführt hat, ohne die Materialien klar zu definieren, die tatsächlich Schutz bieten. Es dürfte keinen Zweig innerhalb der deutschen Industrie geben, und jeder, der in der Industrie arbeitet, weiß das, wo solch eine Vorgehensweise ohne eine ganz klare Zertifizierung überhaupt möglich ist. Das bedeutet in aller Klarheit, die Bürger müssen sehr genau über die Übertragungsweise eines Virus aufgeklärt sein, ihre tägliche Hygiene danach richten und auch sehr genau wissen, was zu welchem Zeitpunkt hilfreich und nutzbringend ist und was eben nicht. Daraus resultiert dann eine freiwillige Verhaltensweise, die beim Großteil der Bevölkerung dann auch auf Akzeptanz stößt, anstatt auf Widerstand. Das bedeutet, dass nur Schutzmaterial, welches wirklich hilft, zur Anwendung kommen darf und gleichzeitig auch breitflächig zu günstigen Preisen zur Verfügung stehen muss. Und zwar überall, sodass die Leute auch überall an Masken rankommen und diese Masken günstig sind. Wenn man in den Zug einsteigt und man fährt Zug, bringt man seine Maske mit. Man hat aber nicht die Möglichkeit, sich vor Ort eine solche Maske zu besorgen oder zu holen und wenn, dann wahrscheinlich zu horrenden Preisen. Das muss tatsächlich aufhören. Da dies alles nicht einmal ansatzweise geboten ist, wäre doch über die Sommermonate genug Zeit gewesen, nutzbringende Konzepte zu erarbeiten, mit denen man eine Ausbreitung im Herbst und Winter hätte verhindern oder vermeiden oder verlangsamen können, ohne dabei so zu handeln, wie derzeit gehandelt wird. Und exakt an diesem Punkt sind wir jetzt bei einer Maskenpflicht in Schulen, die von Ihnen erweitert wird. Auch hier ist die Notwendigkeit nicht gegeben. Entsprechend technische Möglichkeiten, z. B. Luftfilteranlagen, könnten in den Klassen tatsächlich genutzt werden. Die entsprechenden Anträge liegen hier vor, wird mit Sicherheit auch geschehen. Aber Schüler während der gesamten Unterrichtszeit mit Masken arbeiten zu lassen, ist wirklich aufzugeben und auch nicht weiter zu verfolgen, meine Damen und Herren. Und wenn man durch Wiesbaden geht und es begegnet einem eine Schulklasse, die über die Straßen joggt und singen mit Masken auf, dann denkt man sich seinen Teil, ob dann hier begriffen worden ist, wo eine Maske sinnvoll ist und wo nicht. Damit gehe ich auch direkt ein auf die erweiterte Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Es gelten die eben bereits genannten Argumente. Und nein, es ist selbst bei Großdemonstrationen nicht bekannt geworden, dass Menschen sich bei diesen in der freien Natur angesteckt haben. Also auch hier völlig widersinnig. Dies kann maximal freiwillig geschehen. Wer es gerne möchte, der kann es gerne tun. Alle bisher genannten Maßnahmen sind somit nicht zielführend und basieren auf einer Erhöhung der Infektionszahlen in unserem Land. Das ist die Begründung. Die Infektionszahlen allein können aber nicht Maßstab unseres Handelns sein. Maßstab für uns muss sein, wie hoch die Anzahl der Menschen sind, die intensivmedizinisch betreut werden müssen, und wie man verhindern kann, dass Risikopatienten sich infizieren. Da ein nicht geringer Teil der Bevölkerung in Hessen zu den Risikopatienten gehört, was viele gerne vergessen, aber es ist so, und natürlich ebenso wie jeder andere das Recht hat, soziale Kontakte zu unterhalten und am öffentlichen Leben teilzunehmen, kommen auch Menschen, die keine Risikopatienten sind, in die Pflicht, sich rücksichtsvoll und angemessen zu verhalten. Und zwar so, das sagt der Richtige, und zwar so, dass es auch Sinn macht und nicht über eine reine Bevormundung läuft. Das ist der Unterschied. Dies alles ist bereits mit entsprechenden Hygienekonzepten umfassend umgesetzt, und dort, wo wir Hotspots ausgemacht haben, muss die Politik in der Tat rigoros durchgreifen, und das ist der absolut entscheidende Punkt. So zeigt sich in Unterkünften für Migranten sehr deutlich, dass die Politik bereits im Vorfeld massive Fehler begangen hat, indem sie sich nicht auf Menschen mit Asylanspruch konzentriert hatte, sodass in den Aufnahmeeinrichtungen Hygienekonzepte auch hätten greifen können, sondern die Enge in entsprechenden Unterkünften zu den heute zu betrachtenden Ergebnissen führt. Über die gerade in diesen Einrichtungen verhängten Quarantänemaßnahmen und die Auswirkungen auf die Personen innerhalb dieser Einrichtungen muss niemand hier referieren. Das haben wir gehört in einer Ausschusssitzung. Ein jeder von uns weiß sehr genau, dass die Öffentlichkeit von den dort vorherrschenden Verhältnissen keinerlei oder sehr wenig Kenntnisse erlangt hat und auch weiterhin nicht erlangen wird. Wir wissen auch von privaten Veranstaltungen, bei denen auf keinerlei Hygienekonzepte Rücksicht genommen wurde, sodass diese auch zu den hohen Inzidenzen mitgeführt haben. Meine Damen und Herren, Ende Januar und in allen nachfolgenden Monaten wurden von Ihnen wichtige Anfragen der AfD übergangen, teilweise erst sehr spät beantwortet und eine Zusammenarbeit in jeglicher Form abgelehnt.
Anstatt uns und auch die anderen oppositionellen Parteien mit einzubeziehen, gibt es nun sogenannte Wellenbrecherkonzepte, die das Infektionsgeschehen allerdings nicht aufhalten werden. Denn wenn Menschen auch ohne Symptome bereits nach 3 Tagen einer Ansteckung infektiös sind, muss uns klar sein, dass wir hier kaum noch Chancen haben, Infektionen zu verhindern. Wir können somit mit entsprechend freiwilligen Maßnahmen, mit Hygienekonzepten und gesamtgesellschaftlich akzeptierten Einschränkungen maximal eine Ausbreitung verzögern. Wir alle müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass eine Impfung, die zur Immunität führt, und nur die macht am Ende des Tages auch Sinn, eher unwahrscheinlich ist. Da wir bisher nicht einmal genau wissen, ob jemand nach einer Infektion immun ist und über welchen Zeitraum, müssen wir ebenfalls davon ausgehen, dass uns dieses Virus länger erhalten bleibt und wir wissenschaftlich unbedingt über den Mutationsgrad aufgeklärt werden müssen, damit wir die Gefährlichkeit dieses Virus immer und immer wieder neu bewerten. Wir als AfD haben hier zuletzt von einer dynamischen Politik gesprochen. Und somit müssen wir tatsächlich die Bevölkerung immer auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand halten, wozu natürlich gehört, dass auch wir Politiker auf diesen Stand seitens des Ministeriums gebracht werden. Ob es uns gefällt oder nicht. Wir werden auch eine breite Diskussion in der Öffentlichkeit darüber führen müssen, welche Risiken wir bereit sind zu gehen und welche freiheitlichen Einschränkungen diese Gesellschaft seitens der Politik hinzunehmen bereit ist. Dies ist eine gesellschaftliche Diskussion. Die kann die Politik nicht lösen. Die nun immer mehr geschaffenen, tief in die Freiheitsrechte der Menschen eingreifenden Strukturen durch demokratische Parteien, die damit ihren Anspruch auf Bevormundung der gesamten Bevölkerung zementieren, unter dem Deckmantel einer Infektionskrankheit, ist so entgegenzutreten, dass wir als Politiker eben genau so nicht handeln dürfen. Der Ansatz der AfD-Fraktion, damit der hier klar wird, und der ist seit Januar so, der Ansatz der AfD-Fraktion im Hessischen Landtag ist, eine medizinisch-wissenschaftliche Festlegung jenen zu überlassen, die genau dafür prädestiniert sind, nämlich den Medizinern und Wissenschaftlern. Deren Forschung greifen wir auf und evaluieren so die für uns als Politiker vorhandenen Möglichkeiten, um den Schutz der Bevölkerung ebenso zu gewährleisten wie die eben genannten bürgerlichen Freiheiten und unsere wirtschaftliche Basis. Von Verleugnung ist hier keine Spur. Wir maßen uns auch nicht an, für die Gesamtbevölkerung eine Risikoabwägung zu betreiben, sondern wünschen explizit breite Diskussionen darüber, welche Risiken unsere Gesellschaft bereit ist einzugehen, wie weit man Freiheiten einschränken darf und auch einschränken soll und wie weit man wirtschaftliche Rahmenbedingungen überhaupt verändern darf. Es ist unabdingbar, sich in einer Demokratie zu streiten und zu diskutieren, um aus kontroversen Sichtweisen und unterschiedlichen wissenschaftlichen Bewertungen einen Konsens herbeizuführen, der dann auch wirklich von allen Bürgern unseres Landes getragen wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nur das gewährleistet Vertrauen. Und wir sind als AfD sehr enttäuscht darüber, dass die hessische Regierung unserem Land und unserer Demokratie mit der jetzigen Handlungsweise schweren Schaden zufügt. Wir als AfD werden keinen solchen Kurs der Bundesregierung und der Landesregierung mittragen. Und wir werden durch einige bereits erfolgte Gerichtsurteile in unserem Land auch klar und deutlich bestätigt. Auch was ebenfalls deutlich zur Sprache kommen muss, ist die Art und Weise, wie Teile der Bevölkerung auf Menschen abzielen, die aus medizinischen Gründen vom Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung befreit sind und wie das öffentlich diskutiert wird. Die jetzige Politik der Regierungsparteien führt zu einer regelrechten Hysterie in weiten Teilen der Bevölkerung, für die es keinen Grund gibt und die rational auch nicht nachvollziehbar ist. Es kann nicht sein, dass Menschen, die von einer Mund-Nase-Bedeckung medizinisch befreit sind, in unserer Gesellschaft diskriminiert, schikaniert und stigmatisiert werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren der Regierungskoalition, Ihre Handlungsweise ist einer Regierung, die den Menschen in unserem Land verpflichtet und für deren Wohl verantwortlich ist, nicht angemessen. Wir fordern Sie umgehend auf, darauf hinzuwirken, ich betone das noch einmal, wir fordern Sie umgehend auf, darauf hinzuwirken, diese Maßnahmen zwingend anzupassen und mit den Oppositionsparteien im Hessischen Landtag ein Konzept zu erarbeiten, welches sinnvoll ist und den Menschen in unserem Land weder ihre Freiheit nimmt,
noch sie ihrer wirtschaftlichen Lebensgrundlage beraubt und ihnen damit auch nicht nachhaltig schadet. Ein entsprechender Antrag der AfD-Fraktion im Hessischen Landtag liegt Ihnen allen vor. Handeln Sie allein im Sinne unseres Vaterlandes. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Richter. Für die Fraktion Die Freien Demokraten ist der nächste Redner deren Fraktionsvorsitzender, Kollege René Rock. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Unzweifelhaft ist die Lage ernst in unserem Land. Unzweifelhaft ist es eine Herausforderung für die Menschen, für die Gesellschaft und für die Politik, mit dieser Lage umzugehen. Aus Sicht der Freien Demokraten ist es deshalb umso wichtiger, zu überlegen, was ist jetzt der richtige Weg. Schnellschüsse, Aktionismus, Hilflosigkeit getarnt in große Worte oder verdeckt hinter verdeckten Drohungen oder, wenn ich das noch einmal sagen darf, was auch Kollegin Faeser hier gesagt hat, wenn ich in diesem Moment regiere, dann muss ich wohl überlegen, wie ich die Worte wähle. Und wenn ich von dem Begriff Notstand spreche, dann muss der fundiert sein, denn in unserer Gesellschaft ist ein Notstand etwas Außergewöhnliches, Besonderes, und das muss belegt sein. Das kann man nicht einfach nur in den Raum stellen. Dafür muss man den Beweis antreten. Die Krise ist nicht mehr über uns gekommen, sondern die Krise ist 7 Monate alt. Und deshalb ist es eine Selbstverständlichkeit, dass in einem demokratischen Rechtsstaat die Ausnahmegesetzgebung und die Ausnahmesituation endlich beendet werden muss und wir wieder zu einem normalen rechtsstaatlichen Verhalten zurückkehren müssen, wo die Parlamente die Richtung vorgeben und nicht die Regierung aus Staatskanzleien über UKAS regieren. Die Entscheidungen gehören wieder zu den Menschen in unserem Land, zu der parlamentarischen Ebene, zur ersten Staatsgewalt. Die Entscheidungen gehören ins Parlament, sehr geehrte Damen und Herren. Ministerpräsident Volker Bouffier, an dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal ausdrücklich dafür aussprechen, dass auch der dritte Test negativ ist und dass er bald wieder seine Arbeit gewohnt aufnehmen kann. Das ist natürlich eine schwierige Situation, in der er jetzt auch persönlich ist. Aber Volker Bouffier hat hier an diesem Pult ausdrücklich gesagt, es darf keinen zweiten Lockdown in unserem Land geben. Hat er hier persönlich gesagt, und er hat recht gehabt, es darf keinen zweiten Lockdown in unserem Land geben. Und darum müssen wir jetzt auch einmal genau danach schauen, wieso ist denn jetzt seine Meinung anders? Und was hat sich denn geändert in unserem Land? Und warum sind wir in einer Lage, in der wir eben momentan auch sind? Und da spielt natürlich die Situation und der Umgang mit der Krise eine entscheidende Rolle. Und ich möchte jetzt einmal am Anfang auf die Ebene der politischen Institutionen kommen. Ich möchte die Frage stellen, welche Rolle in dieser Demokratie spielen denn wir als Hessischer Landtag, als Volksvertretung in dieser Situation? Und es ist so, dass ich mir kaum vorstellen konnte, dass Tarek Al-Wazir, den ich ja noch als Abgeordneten erlebt habe, so in dieses Ministeramt hineingewachsen ist, dass er überhaupt kein Gefühl mehr hat für die Frage, was ist denn eigentlich Sache der Abgeordneten und was ist eigentlich Sache dieser Landesregierung. Da war ich schon sehr überrascht, lieber Tarek Al-Wazir. Dieses Parlament, diese Abgeordneten dieses Parlaments müssen sich in ihren Wahlkreisen, in ihren Wahlversammlungen vor den Bürgerinnen und Bürgern verantworten. Und dieses Parlament und diese Abgeordneten sind legitimiert, gesetzliche Entscheidungen zu treffen. Und wir werden uns, das sage ich Ihnen, diese Entscheidungsgewalt auch wieder zurückholen. Es kann nicht sein, dass die Landesregierung völlig unabhängig von den Parlamenten hier über Verordnungen regiert, ohne die gesetzliche Grundlage hier im Hessischen Landtag zu schaffen. Das werden wir beenden.
Und wenn Sie das verhindern wollen, indem Sie eben mit Ihrer parlamentarischen Mehrheit eine Initiative, die SPD und wir starten werden, zum nächsten Plenum, zu der wir Sie auch gerne einladen, wenn Sie das mit Ihrer Mehrheit verhindern werden, dann werden eben Gerichte Ihnen in den Arm fallen. Aber es ist schade, dass Sie verhindern, dass wir hier im Parlament schon die richtigen Entscheidungen treffen und dann erst wieder Gerichte am Ende Sie zurückholen müssen. Das wollen wir nicht, denn das bestätigt auch diese Demokratie. Und es ist ja nicht so, dass wir hier einfach sagen, wir möchten mitreden, sondern wenn wir hier mitreden, dann bekommen auch Bürgerinnen und Bürger eine Stimme, die sie bis jetzt ignoriert haben oder die sie nur auf Distanz an sich herangekommen lassen haben. Ich möchte mal sagen, die Alarmstufe Rot, die Soloselbstständigen, die regelmäßig demonstrieren, die Familien in der Krise, diese Vereinigung, die für die Rechte der Kinder und der Familien eintritt in unserem Land, die haben sie doch nur sehr distanziert an sich herankommen lassen. Die haben doch eigentlich in dieser Pandemie gar nicht die Stimme gehabt, die sie eigentlich haben müssten. Und darum gehört diese Debatte ins Parlament, damit wir, die Abgeordneten, ihnen eine Stimme geben können, die sie bei Ihnen in den Staatskanzleien und Ministerien eben nicht haben, sehr geehrte Damen und Herren. Und lieber Tarek Al-Wazir, also meinen lieben Freund Wolfgang Kubicki hier anzuführen. Ich meine, Wolfgang Kubicki ist ein sehr bekannter Politiker in unserem Land. Und er hat Ecken und Kanten und er sagt einfach, was er denkt. Ich bin befreundet mit ihm und ich bin aber nicht immer seiner Meinung. Aber lieber Tarek Al-Wazir, wenn Wolfgang Kubicki sagt, er wünscht sich, dass diese Maßnahmen der Bundesregierung und dieser Landesregierung am Ende von den Menschen in unserem Rechtsstaat vor Gericht überprüft werden, weil eben die parlamentarische Mehrheit aus Sicht der Freien Demokraten nicht die richtige ist und wir dort nicht diese Maßnahmen verhindern konnten, dann ist das das gute Recht dieser Menschen in unserem Land. Und Sie sprechen nicht nur Wolfgang Kubicki seine Meinungsäußerung ab, Sie sprechen eigentlich mit dem, was Sie hier gesagt haben, jedem einzelnen Bürger das Recht ab, Ihre Maßnahmen vor Gericht zu überprüfen. Und das ist genau der Grundsatz des Rechtsstaates, der jedem Bürger in unserem Land zusteht. Und dann sieht man mal, wo Sie gedanklich schon sind, wenn Sie dieses Recht der Bürgerinnen und Bürger infrage stellen, lieber Herr Tarek Al-Wazir. Und wenn Sie Angst um unsere Demokratie hätten, dann würde ich Sie doch mal bitten, über den Main zu schauen und mal nach Bayern zu schauen und mal zu überlegen, dass Sie mal ein Wort zu Herrn Kollegen Söder sagen würden, der sagt, na ja, es wäre doch ganz schön, wenn die Nachbarn mal nach den Nachbarn schauen und mal vielleicht die Polizei anrufen, wenn die sich nicht an alle Regeln halten. Und dann klingelt mal die Polizei und klingelt mal in der Wohnung nachschauen. Das ist die Gefährdung der Demokratie. Und das kommt von Ihrem Koalitionspartner. Da hätten Sie ja auch mal was sagen können, anstatt hier an Wolfgang Kubicki rumzumäkeln, der nichts weiter eingefordert hat als die Rechte, die jedem Bürger in unserem Land zustehen, lieber Tarek Al-Wazir. Zu Ihren unsensiblen, unangebrachten Äußerungen zu Herrn Lauterbach sage ich jetzt nichts, da hat Frau Faeser alles gesagt. Aber Sie sollten wirklich überlegen, wenn Sie als Regierungsvertreter an dieses Mikrofon treten und so etwas wie, wie den Konsens beschwören, was Sie dann da überhaupt sagen. Und es ist ja so, am Anfang der Rede sagt man etwas, was einem wichtig ist, und am Ende der Rede sagt man, was einem wichtig ist. Und dass Sie am Ende Ihrer Rede sozusagen genau diesen Streitpunkt aufgerufen haben und hier wieder einen Spaltpilz hineintreiben wollen in diese Gruppe, die hier als Abgeordnete sitzt und dieses Land repräsentiert, das ist wirklich ganz kleine politische Münze, und die ist dieser Krise nicht angemessen, lieber Herr Tarek Al-Wazir. Und darum ist es nicht aus demokratischen Grundsätzen nur wichtig, dass das Parlament tagt. Es ist für die Bürgerinnen und Bürger wichtig, dass die Politik besser wird und dass man den Bürgerinnen und Bürgern die Politik besser erklärt. Das ist das Wichtige, dass die Entscheidungen wieder in das Parlament hineingezogen werden. Weil, ich sage es Ihnen jetzt mal so brutal, wie ich das empfinde und wie auch Bürgerinnen und Bürger mir das zurückspiegeln. Wie kann das denn sein, dass vor 3 Wochen hier eine Aktuellstunde der Union war, zum zweiten Mal in Folge im Plenum, und man sich selbst beweihräuchert hat für die tolle Leistung der Landesregierung in Bekämpfung der Pandemie vor 3 Wochen. Vor 3 Wochen hat man doch gesagt, wir sind viel besser als die anderen europäischen Länder. Wir sind die Allergrößten, wir haben es im Griff, und wir sind gut vorbereitet auf den Winter. Das hat man hier an dieser Stelle gesagt, vor 3 Wochen. In 3 Wochen stehen wir vor einem neuen Land. Wir stehen vor neuen Herausforderungen, mit denen niemand gerechnet hat. Wir sprachen von der zweiten Welle im Winter. Der Herbst hat noch nicht richtig angefangen.
und am Ende rufen Sie hier schon den Notstand aus und hängen die weiße Fahne raus. Wie kann das in 3 Wochen passieren? Kein Wort an dieser Stelle von der Landesregierung, wie innerhalb von 3 Wochen ein kompletter Kontrollverlust passieren konnte. Das habe ich vermisst, weil da war ich sehr gespannt drauf, dass Sie uns mal sagen, wo und wie ist das denn passiert, sehr geehrte Damen und Herren? Warum ist das denn so wichtig? Weil wenn wir jetzt einen Lockdown machen und in 4 Wochen dann sagen, ach, jetzt fangen wir wieder an, sind wir dann in 4 Wochen wieder im Lockdown, wenn wir nicht wissen, warum wir dorthin gekommen sind. Was ist das für eine Perspektive? Und warum sind Sie nicht mit allergrößten Kräften da hinterher und erklären uns, wie Sie das machen wollen, um herauszufinden, was bei Ihnen schiefgelaufen ist? Stattdessen das übliche Regierungseinerlei. Wir waren so super, der Vier-Stufen-Plan der Hessischen Landesregierung, der ist so super. Was wir uns da alles ausgedacht haben, das ist so evidenzbasiert, das ist hervorragend. Es hat nur nicht gewirkt, sehr geehrte Damen und Herren von der Landesregierung. Es hat nicht gewirkt. Da haben Sie 4 Stufen eingeführt, das ist so gerade durchgelaufen. 50, 100, 102, das ist doch gerade so durchgelaufen. Keine dieser Maßnahmen, kein Landkreis, der sich daran gehalten hat. Nichts hat gewirkt. Und dann sagen Sie hier, Sie haben ein tolles Konzept. Und alle anderen haben auch das tolle Konzept. Na gut, ich will ja nicht sagen, dass ich es besser weiß, aber da muss man doch hier vorne stehen und muss sagen, verdammt, wir haben uns total getäuscht. Wir haben ein Konzept vorgelegt, das nicht gewirkt hat. Wir sind jetzt mit allen Maßnahmen dran zu überlegen, was können wir besser machen. Das wäre doch meine Aussage, wo ich hier stehen würde und würde sagen, ja, und ich bin bereit, mich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen, Sie dabei zu unterstützen. Aber nichts von dem sagen Sie, sondern Sie sagen, Sie waren ja auch toll. Wie soll das jemand verstehen, dass Sie sich hier hinstellen und ein Konzept loben, das in keiner Weise in unserem Land gegriffen hat? Sonst wären ja nicht alle Landkreise und kreisfreie Städte jetzt so gut wie rot auf Ihrer Karte. Also von daher, liebe Damen und Herren, es ist nicht nur richtig, dass die Parlamente das machen, es ist zwingend, dass die Parlamente sich einbringen, weil das, was Sie vorgeschlagen haben, hat einfach nicht funktioniert, sehr geehrte Damen und Herren. Und jetzt muss ich wirklich sagen, es gibt ja in dieser Pandemie und in der Diskussion, auch gerade in den sozialen Medien, einen solchen Wust von Zahlen. Und man haut sich Studien und Zahlen um die Ohren. Und es ist eine unfassbar wichtige Aufgabe der staatlichen Behörden und der staatlichen Stellen, insbesondere der Landesregierung, dass man mit Zahlen, die man äußert, die man hier hochhält, verantwortungsvoll umgeht, lieber Tarek Al-Wazir. Und ich empfehle Ihnen mal ein Buch, Factfulness heißt das, von Herrn Rawlings. Der hat erklärt, dass man, wenn man Zahlen benutzt in der Diskussion, muss man die zwingend einordnen, weil ansonsten sind sie manipulativ. Man muss sie zwingend einordnen, lieber Kollege Al-Wazir. Und viele Abgeordnete in diesem Raum kennen dieses Buch und haben es gelesen und haben es sicherlich für richtig empfunden, was dort gesagt worden ist. Und ich sage Ihnen, wenn Sie hier davon sprechen, dass 183 Menschen in den Intensivstationen liegen und dass es einen enormen Anstieg gegeben hat, dann ist diese Zahl korrekt. Aber Sie müssten diese Zahl einordnen. Sie müssten den Menschen sagen, ja, was bedeutet das dann jetzt, dass diese Kurve so hochgeht? Sie müssten natürlich auch sagen, dass die Kapazitäten und die erweiterbaren Kapazitäten der Intensivbetten in Hessen bei 3.140 Betten liegen. Also 183 massiv angestiegene Fälle. Das ist die richtige Botschaft, aber Sie müssen sie einordnen. Und die Einordnung bedeutet, dass wir das Potenzial haben, 3.140 Betten zur Verfügung zu stellen. Dann ist das eine andere Einordnung, dann kann man das bewerten. Und mehr sage ich nicht. Das gehört zu einer Verantwortung von Informationspolitik dazu, lieber Herr Wagner. Sie haben ja auch die Möglichkeit, das auf Ihre Art und Weise einordnen. Und ich sage Ihnen, dann müssen Sie auch noch dazu sagen, der Kollege Klose oder seine Staatssekretärin hat das ja auch gesagt, es ist natürlich so, dass die freigehaltenen Intensivbetten, wenn ich die als Grundlage nehme, natürlich ich auf eine viel kleinere Zahl komme. Und es ist natürlich so, wenn ich jetzt immer wieder höre, ja, mit den Krankenschwestern ist alles schwierig, was war denn im März, als die Zahlen hochgingen? Natürlich hat dann der Bund gesagt, wir bezahlen den Krankenhäusern, wenn sie nicht wichtige Eingriffe vertagen. Das hat die Bundesregierung bis jetzt noch nicht gemacht.
Also wenn alles so wichtig und kritisch ist, warum hat man nicht sofort im Bund gesagt, ich weise die Krankenhäuser auf, an, wieder die nicht wichtigen Eingriffe zu verschieben und finanziere das den Krankenhäusern? Wenn das alles so kritisch ist, warum hat man das nicht gemacht? Warum? Warum spricht man über die freigehaltenen Betten und nicht über die Potenziale? Warum? Das frage ich mich einfach. Und dann frage ich mich noch einen zweiten Punkt, ganz ehrlich. Dann geht es nämlich um die Pflegekräfte. Ja, das ist ein Problem. Nur wir wissen auch, dass wir im März die Pflegemindestverordnung aufgehoben haben, damit nämlich auch die Vergütung von Geriatriestationen, die nicht voll besetzt sind, weil die Krankenschwestern im Intensivbereich aushelfen, dass die trotzdem ihr Geld kriegen. Da diese Verordnung nicht aufgehoben wird, machen die Krankenhäuser das nicht. Und natürlich, solange sie nicht aufgeordnet sind, können sie nicht alle Intensivbetten dann ausreichend mit Pflegepersonal sicherstellen. Aber warum sagen Sie denn nicht, wie die komplette Tatsachen aussehen? Das untergibt Ihnen nur wieder die Vorwürfe von Verschwörungstheoretikern, sie wollen mit ihrer Zahl irgendwas politisch erreichen, weil sie nicht den gesamten Sachverhalt schildern. Und der Sachverhalt ist ernst. Das bestreitet niemand in diesem Land. Der Sachverhalt ist ernst. Aber bitte informieren Sie die Bevölkerung so, wie Sie es müssen als Regierung, nämlich vollständig über die Optionen, über das, was auf uns zukommt. Und nicht gerade also das war ja wie eine Ihre Werbekampagne. Sie halten hier so ein Schild hoch, wo so eine Kurve nach oben durchschießt und sagen, Leute, Alarm, Alarm. Das ist eine manipulative Information, Herr Minister, wenn Sie die anderen Details nicht sagen. Und das ist nicht das, was die Bevölkerung in unserem Land verdient hat. Und ich sage Ihnen ausdrücklich, wenn alle 10 Tage von diesen 200 Intensivpatienten, alle 10 Tage 200, 400, 800, 16, dann wissen wir alle, was das bedeutet. Wir sind ja nicht doof. Wir können das ausrechnen. Und wir wissen, dass die Lage ernst ist. Aber behandeln Sie uns wie anständige Bürger in dem Land und verkaufen Sie nicht irgendwie für doof, sondern halten Sie dann alle Fakten zur Hand. Wir können die einordnen. Da können Sie uns vertrauen. Sie brauchen uns nicht zu irgendwelchen Themen hinzuführen. Bleiben Sie bei der Wahrheit, sehr geehrte Damen und Herren. Und zwar bei der ganzen Wahrheit. Vertrauen der Bevölkerung in staatliches Handeln ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn wir in den engsten und privatesten Bereich eindringen wollen, indem wir die Menschen bitten, sich zu verändern und ihr Verhalten zu verändern und große Einschränkungen hinzunehmen, dann müssen die Menschen uns vertrauen, dass es wirklich zwingend notwendig ist. Und dann dürfen wir nicht den Eindruck erwecken, als wollten wir politisch etwas hervorrufen, sondern wir müssen sagen, Leute, so sieht es aus, die Kapazitäten haben wir, wenn das jetzt so läuft, sind wir in 4 Wochen in einer Situation, die wir nicht mehr bewältigen können. Darum, liebe Bürgerinnen und Bürger, an dieser Stelle müsst ihr euch so verhalten. Wenn ihr das nicht tut, dann wird das viele Menschen in unserem Land das Leben kosten, was wir als Freie Demokraten unbedingt verhindern wollen, sehr geehrte Damen und Herren. Das werden Sie nicht erreichen mit Kriegsrhetorik. Das werden Sie nicht erreichen mit Panikmache. Das werden Sie nicht erreichen, wenn Sie die Menschen verängstigen, weil einfach ein Großteil der Menschen irgendwann aussteigt, weil er ihnen nicht mehr glaubt. Und es wird so sein, wenn ein großer Teil der Menschen aussteigt, weil er ihnen nicht mehr glaubt, dann werden ihre Maßnahmen auch nicht greifen, und dann werden die Menschen sterben. Und darum kann ich Ihnen nur raten, kommen Sie zurück, bleiben Sie bei den Fakten, erklären Sie so, wie es ist. Die Menschen sind klug genug, auch dann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ansonsten kommen Sie sich nämlich an dieser Stelle auch an der Nase herumgeführt vor. Und jetzt komme ich mal zu dem, was Sie nicht gemacht haben oder was Sie aus unserer Sicht falsch gemacht haben. 7 Monate Zeit. 7 Monate Zeit, unzählige Anträge, Anfragen aus der Opposition. Ich will gar nicht sagen, dass wir da allein diejenigen waren, die hier getrieben haben. Das waren alle Fraktionen aus der Opposition heraus, haben unzählige Anfragen zu dem Thema, unzählige Anträge, unzählige Stunden in Sozialausschusssitzungen, Gesundheitsausschusssitzungen verbracht, um der Sache auf den Grund zu gehen und über gute Vorschläge zu diskutieren. Meine Fraktion hat 2 Gesetzentwürfe zu dem Thema eingebracht. Ein dritter kommt jetzt zusammen mit der SPD, hoffe ich, hier in dieses Plenum in der nächsten Runde, weil wir auch sagen, der Landtag muss hier das Verfahren an sich ziehen. Was haben Sie gemacht? Sie haben unsere Initiativen kleingeredet. Sie haben uns aus formalen Gründen erklärt, wir können jetzt die Anfragen nicht beantworten, weil wir müssen ja so intensiv die Krise bekämpfen. Alles, was Sie nur konnten, am besten hätten wir noch den Landtag ausfallen lassen, wenn es geht. Und wenn Sie dann, und das habe ich ja wirklich als Schlag ins Gesicht empfunden, wenn Sie uns hier erklären, Herr Al-Wazir, wir hätten doch 30 Stunden zusammengesessen und hätten sogar 2 Sondersitzungen gemacht. Lieber Herr Tarek Al-Wazir, das ist statistisch sowas von wahr.
Aber Sie haben doch erzwungen, dass wir hier einen politischen Streit hatten über Ihren Missbrauch der Krise im Hinblick auf die nächste Landtagswahl, dass Sie sich hier ein Sondervermögen in die Tasche geschoben haben, dass Sie sich hier 12 Milliarden € gesichert haben, um den nächsten Wahlkampf finanzieren zu können, unter der Überschrift dieser Krise. Das haben Sie doch hier erzwungen, eine Debatte, die wir uns gern erspart hätten, weil wir gern die Krise bekämpft hätten, anstatt uns zu wehren gegen Ihre nicht verfassungsmäßigen Ideen, die Sie hier durch den Landtag treiben. Das ist doch Ihre Art von Krisenbewältigung. Und seit wir das Sondervermögen haben, spielt ja Geld zur Krisenbewältigung in Hessen eigentlich keinerlei Rolle mehr. Spielt ja überhaupt keine Rolle mehr, weil das Geld können Sie ja gar nicht ausgeben. Wir haben Ihnen im März 2 Milliarden € zur Verfügung gestellt zur Krisenbewältigung. Sie haben bis heute nicht einmal die erste Milliarde ausgegeben und haben sich noch einmal 10 bewilligt da oben drauf. Sie haben noch nicht einmal die erste Milliarde ausgegeben zur Krisenbewältigung. Und haben uns erzählt, wenn wir den Nachtragshaushalt der Opposition beschließen würde, würde dieses Land zugrunde gehen. Was haben Sie alles erzählt? Sie haben es nicht mal geschafft, das Geld unter die Leute zu bringen. Und es gibt eine Menge Leute, die auf Geld warten und die es nötig hätten. Da ist doch Ihr Versäumnis. Am Geld liegt es nicht. Es liegt an der Frage, wo gehe ich hin und wie schnell bringe ich es an die Leute. Und da haben Sie einiges nicht hinbekommen, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich will es mal an zwei Beispielen konkret machen. Weil konkret ist immer schöner. Also Schule, das Thema Schule. Ich habe mehrere Schulen während dieser Monate besucht, der 7 Monate besucht. Es hat sich eigentlich nichts geändert. Es hat sich eigentlich nichts geändert in den Schulen. Und dann kam schon vor Wochen und Monaten die Diskussion über die Luftfilter auf. Da kam die Diskussion über die Luftfilter auf. Und dann sagt hier jemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendwie 10 Millionen will das Land zur Verfügung stellen. Das ist ja ein schlechter Scherz. Ich komme aus dem Landkreis Offenbach. Wir haben 3.000 Klassenzimmer. Was wollen Sie mit 10 Millionen? Das ist doch ein schlechter Scherz. Das ist ein schlechter Scherz, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben als Freie Demokraten über 100 Millionen € beantragt aus dem Sondervermögen, um endlich alle Klassenräume auch ausstatten zu können mit Luftfiltern, die 90% der Aerosole aus der Luft filtern. Das ist doch die entscheidende Frage. Was machen Sie mit dem Geld? Machen Sie endlich mal was Sinnvolles, sehr geehrte Damen und Herren. Und dann war ja die Diskussion ewig. Der Kultusminister hat gesagt, na, ob das wirklich was bringt. Das gibt unterschiedliche Sichtweisen. Ja, das ist doch auch eine Affront gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. In die Staatskanzlei haben Sie die Dinge gleichgestellt. Oder im Finanzministerium, Herr Boddenberg, da stehen Sie doch scheinbar auch schon. Aber in Schulen muss man noch einmal drüber nachdenken. Das ist die falsche Priorität, die Sie gesetzt haben, sehr geehrte Damen und Herren. Weil da waren Sie ja überzeugt, dass Sie gut sind. Da waren Sie ja überzeugt. Ja, so kann man Politik machen, so muss man aber nicht Politik machen, sehr geehrte Damen und Herren von der Landesregierung. Weil das finden Bürger nämlich nicht gut, wenn sie so etwas erleben. Für ein Zuhause im Ministerium ist es gut. In der Schule lassen wir uns noch einmal darüber reden, weil da ist es ja so teuer. Da könnte es ja womöglich dazu führen, dass man die Wahlkampfkasse ein bisschen zu zerschmälert für in 3 Jahren. Also, sehr geehrte Damen und Herren, so kann man keine Corona-Politik erfolgreich machen. Und lassen Sie mich noch einmal über ein zweites Thema sprechen. Also Tarek Al-Wazir hat hier gesagt, da bin ich ja echt zusammengezuckt, die Medizin hat noch keine Medikamente, um diese Krise zu bekämpfen. Und was sollen wir denn da als Land tun? Und das Pech von Ihnen, Herr Al-Wazir, war, dass ich gerade diese Woche bei einem Dreieicher-Unternehmen war, einem Medizinunternehmen. Sie wissen, welches das ist, weil Sie waren da auch. Und der Gesundheitsminister ist ebenfalls eingebunden gewesen. Der Finanzminister ist eingebunden gewesen. Das ist ein Medizin- und Pharmaunternehmen, das ein Medikament herstellt, das wirksam ist gegen die Corona-Erkrankung. Blutplasma und ein Medikament, das womöglich die Sterblichkeit der erkrankten Menschen massiv reduzieren kann. Das Risiko für das Unternehmen, das nicht so groß ist, war natürlich, sie müssen investieren. Und dann haben die gesagt, wir brauchen 12 Millionen € wegen Gutachten, wegen Bau und Unterstützung, können wir da auf die Förderung des Landes bauen? Und dann haben sie die Antwort bekommen nach 3 Monaten. 3 Monate haben die rumgemacht, das wäre nicht im Landesinteresse. Das wäre nicht im Landesinteresse. Das ist doch billig, was Sie hier machen.
Nein, ich habe mich persönlich mit dem Geschäftsführer unterhalten, und er hat genau das gesagt. Dann klären Sie es auf, Herr Boddenberg. 12 Millionen hatten Sie nicht da. Und das Beste war noch, dass das Unternehmen gesagt hat, wir wollen ja nur das Risiko minimiert haben. Wenn wir erfolgreich sind mit unserem Medikament, zahlen wir der Landesregierung natürlich das Geld zurück. Ist doch selbstverständlich. Nur sollen wir als Unternehmen dieses Risiko alleine tragen? Die machen es jetzt nach 3 Monaten Hoffnung auf Förderung. Das bedeutet, das Medikament wird 3 Monate später zur Verfügung stehen. Ich brauche, glaube ich, nicht zu sagen, was das für den einen oder anderen Bürger in unserem Land bedeutet. Oder egal wo, in welchem Land. Und das ist Ihre Verantwortung. Was haben Sie denn mit dem Sondervermögen gemacht? Ich sage mal was. 12 Millionen standen im Raum. Die hatten wir nicht, weil es kein Landesinteresse ist, aus dem Corona-Vermögen. Was haben Sie gemacht? Aus dem Corona-Vermögen 6 Millionen Euro Radstellplätze. 6 Millionen Euro Radstellplätze, nicht in Medikamente oder Pharmaindustrie. 2,5 Millionen Dämmung an Forsthäusern. Das ist für Sie eine wichtige Initiative in der Corona-Krise, nicht in Medizinunternehmen. 5 Millionen Euro nachhaltige Landwirtschaft aus dem Corona-Vermögen zur Bekämpfung der Pandemie. Aber für Unternehmen, die die Menschenleben retten könnten, die bereit sind, dann, wenn sie erfolgreich sind, auch die Investition zurückzubezahlen, da haben Sie keine 12 Millionen Euro zur Verfügung aus diesem Corona-Vermögen. Nur mal, um es ganz, ganz deutlich zu machen, wo Ihre Prioritäten sind, sehr geehrte Damen und Herren. Und dann will ich auch um diese Frage, was ist gut und was ist falsch, an Maßnahmen noch einmal aufgreifen. Also, wir haben erlebt, innerhalb von 3 Wochen ist der Landesregierung völlig die Kontrolle entglitten. Das ist jetzt nicht nur ein hessisches Problem, das hat auch mit FDP-beteiligten Ländern genauso stattgefunden. Also scheint es doch irgendwo etwas zu geben, was wir nicht auf dem Radar haben, was wir nicht erkennen, wo ein Problem ist, das wir nicht einfach lösen können. Wir müssen doch versuchen, herauszufinden, woher kommen die Infektionen, wo ist das passiert? Und dann sagen Sie einfach, na ja, gut, ab einem gewissen Punkt haben wir 70%, 80% der Infektionen nicht mehr nachverfolgen können. Aber es muss doch einen Weg dahin gegeben haben, das verstehe ich nicht. Es muss doch einen Weg dahin gegeben haben, wo Sie nachverfolgen können, bis wann und wann Sie genau den Überblick verloren haben. Das muss es doch, da gibt es doch eine Entwicklung, oder ist es wirklich so gewesen, von heute auf morgen, es war da und es gab keine Kontrolle mehr? Warum sagen Sie uns denn nicht die Zahlen? Warum geben Sie denn die Fakten hier nicht und erklären uns, wo es genau passiert ist, wie es passiert ist? Und wenn Sie das wirklich nicht wissen, warum gehen Sie nicht ran und sagen, wir müssen das dringend herausfinden? Weil das ist doch die entscheidende Frage, wie wir künftig gegen die Pandemie vorgehen. Und genau dieser Punkt ist ein Punkt, auf den Sie überhaupt nicht eingegangen sind. Stattdessen, was machen Sie? Was machen Sie? Sie schließen alle Gaststätten in Hessen. Sie schließen alle Stadtgaststätten in Hessen. Jetzt bin ich verwandtschaftlich nun mal mit jemandem verbunden, der Kaffees betreibt. Und ich weiß genau, was in dieser Community los war. Die haben gigantische Umsatzeinbrüche verkraften müssen. Gigantische Umsatzeinbrüche. Die wissen, sie können 1-2 Jahre arbeiten, um das wieder reinzuholen, was sie verloren haben bereits im ersten halben Jahr. Dann haben die trotzdem Geld in die Hand genommen, weil sie sagen, ich muss das Jahr irgendwie überstehen. Ich investiere jetzt noch einmal in meine Gasträume, damit ich auch unter Corona-Bedingungen in Luftfilter, in Ampeln, in Desinfektionskonzepte, ich investiere richtig noch einmal Geld in meine Institutionen, in meinen Kaffee, in meine Gaststätte, in mein Restaurant. Ich investiere richtig Geld von dem, was ich eigentlich gar nicht mehr habe, damit ich über diesen Winter komme. Und Sie stellen sich ja hin und sagen, ja, schön, dass ihr uns vertraut habt, schön, dass ihr investiert habt und schön, dass ihr geglaubt habt, ihr kommt über den Winter. Aber wir wissen zwar nicht genau, ob es was bringt, aber wir machen euch trotzdem mal zu, weil wir haben keine andere Idee. Das ist das, was wir hier heute an diesem Pult gehört haben und wo jeder Richter in diesem Land, wenn das Tariq Al-Wazir als stellvertretender Ministerpräsident hier sagt, sagen wird, also auf dieser Grundlage einen solchen Eingriff in die Berufsfreiheit, der ist doch auf gar keinen Fall tolerabel und der kann auch so nicht stattfinden. Und jetzt sage ich Ihnen einmal mit gesundem Menschenverstand, wenn die Menschen abends in eine Gaststätte gehen, dann tragen die sich eine Liste ein, dann halten die Abstand, dann wird gesäubert, die Hygiene wird eingehalten, dann essen die da. Wenn Sie das verbieten,
Wie wollen Sie denn sicher sein, dass Sie sich jetzt demnächst nicht privat treffen? Haben Sie da wirklich etwas gewonnen? Oder machen Sie die Situation auch noch schlechter, als sie momentan ist? Und solche Fragen, die können Sie nicht mit "Es muss was gemacht werden" zur Seite wischen. Das können Sie vielleicht in Ihrer Staatskanzlei machen, aber hier im Hessischen Landtag geht das nicht mehr. Da müssen Sie auch mit Fakten und mit Überzeugung und mit Zahlen Rede und Antwort stehen. Einfach zu sagen, wir haben nichts anderes, wir machen das jetzt mal, hoffentlich hilft es, das ist zu wenig in einem Rechtsstaat für solche Maßnahmen. Und das gilt natürlich genauso für die Hotels. Das gilt für den Sport in gewissen Bereichen. Das gilt natürlich in Bereichen für die Kultur, wo gute Konzepte vorgelegt sind. Das ist alles reiner Aktionismus. Ich bin mir sicher, dass viele dieser Maßnahmen vor Gerichten auch scheitern werden. Das ist sehr schade, weil sie werden auch dadurch das Vertrauen in das Regierungshandeln weiter beschädigen. Und das ist ein ganz schlechter Weg, auf dem Sie sind. Bitte halten Sie ein und tun Sie das nicht, sehr geehrte Damen und Herren. Und die Freien Demokraten haben einen Gesetzentwurf eingebracht, wo es auch um die Solo-Selbstständigen geht, wo es darüber steht, Entschädigung. Das war uns so wichtig, dass nicht Almosen, Förderprogramm, Hilfsprogramm oder so etwas darüber steht. Da steht Entschädigung. Warum steht da Entschädigung? Weil manche Menschen in unserem Land, um die Gesundheit der gesamten Bevölkerung in unserem Land sicherzustellen, ganz andere Lasten tragen müssen, ganz andere Freiheitseinschränkungen tragen müssen als andere Menschen in unserem Land. Und darum haben die nicht nur ein Hilfsprogramm verdient, sondern die haben eine Entschädigung verdient, weil sie nämlich diejenigen sind, die momentan das Kreuzchen halten für die Gesundheit vieler Menschen in unserem Land. Und darum haben die eine Entschädigung, einen respektvollen Umgang und keine Almosen von oben verdient. Darum steht auf unserem Gesetz schon seit vielen Monaten Entschädigungsgesetz, das, was Sie jetzt erst in den Mund genommen haben. Und ich will es mal so sagen, wenn man die Betroffenen ernsthaft entschädigen will, würde eine so gigantische Summe entstehen, dass ein einfacher Haushalt das gar nicht leisten kann. Das wäre mal eine Überlegung, die man im Diskurs lösen könnte. Dafür wäre mal ein Sondervermögen vielleicht einen richtigen Ansatz, die Schäden zusammenzunehmen, zu sagen, gut, 100% geht nicht, 80%, und dann sagt man, macht vielleicht 80%, dann sagt man, wie verteilen wir denn dann das, was da rein bezahlt wird? Und vielleicht verteilen wir es dann über 30 Jahre und sagen, das war so eine Katastrophe, da müssen wir helfen. Aber ihr werdet entschädigt für die Opfer, die ihr gebracht werdet, und zwar anständig, weil ihr habt sie gebracht und wir respektieren das. Das war mal ein guter Ansatz für ein Sondervermögen und eine offene Diskussion, wer die Lasten am Ende trägt von dem, was hier gerade gemacht wird. Weil da redet ja überhaupt niemand drüber. Und das wird alles auf uns zukommen, wahrscheinlich nach der Bundestagswahl. Nach der Bundestagswahl. Und das ist uns als Freien Demokraten wirklich sehr, sehr wichtig, weil wir werden all diese Menschen im Kampf gegen das Virus verlieren, wenn wir sie weiter so behandeln wie bisher. Als diejenigen, die womöglich noch schuld sind, weil sie Geld verdienen wollen und ihre Gaststätte auflassen wollen, sind sie womöglich noch schuld an der Ausbreitung des Virus. Solche Gedanken lösen Sie doch bei anderen Menschen aus, wenn Sie solche Vorgaben machen. Nein, die Menschen sind verantwortungsvoll, die riskieren ihr Vermögen, die setzen sich Tag und Nacht ein, die lassen sich nicht so lange Zeit wie die Landesregierung mit den Schulen, die handeln sofort, weil es geht um ihre Existenz. Und die haben nicht den Finger verdient, um zu sagen, ihr müsst jetzt aufhören zu arbeiten. Die haben eine Entschädigung verdient für das, was sie nämlich schon alles geleistet haben, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich sage es auch ganz offen, wir müssen was tun. Und ich lasse mir nicht vorwerfen, dass wir Freie Demokraten sagen, uns ist das egal, wir machen hier ein bisschen, dem dürft ihr nichts machen, dem dürft ihr nichts machen. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass Kontakteinschränkungen wirkungsvoll sind, und zwar rein aus einer mathematischen Ableitung. Dass wir wissen, weniger Kontakte führen natürlich zu weniger Optionen, die Krankheit weiter zu vertreiben. Also müssen wir hier im Hessischen Landtag, bevor sich ein paar Männer und noch weniger Frauen irgendwo treffen und was beschließen, müssen wir hier am besten mit einer großen Einmütigkeit die Bevölkerung bitten, in diesem Hessischen Landtag diese Bürde auf sich zu nehmen. Und wir müssen sie ihnen klar erklären, warum das wichtig ist. Und vor allem müssen wir ihnen erklären, wie lange es dauern wird. Und klar sagen, bis dahin müsst ihr das durchhalten. Und dann geht es so und so gut weiter. Weil dann machen die Menschen noch mit. Sonst steigen die irgendwann mal aus ihren ganzen Panikparolen aus und sagen, naja, wenn sowieso nichts mehr zu retten ist, dann muss ich mich auch nicht mehr dran halten. Das ist doch am Ende das, was rauskommt, wenn Sie weiter diese Musik singen, die Sie gerade singen, sehr geehrte Damen und Herren. Und es gibt sehr wohl natürlich den Hinweis, dass
Masken helfen, dass Masken natürlich auch die Ausbreitung der Aerosole verringern. Und natürlich wäre es gut, wenn dann auch man eine Gesundheitsmaske trägt und nicht einfach nur eine entsprechende Stoffmaske, weil die natürlich auch besser ist. Das sind alles Dinge, da sind wir bereit einzusteigen, da machen wir mit, da nehmen wir, würden wir auch hier Verantwortung mit übernehmen und würden es auch bei den kritischen Menschen, die wir kennen, vertreten. Das sind Maßnahmen, die kann ich nachvollziehen. Und da bin ich auch dafür, dass wir die vorantreiben. Aber nicht wie Söder und dann die Tür aufreißen und gucken Sie, wer ist denn da drin. Das ist der falsche Weg. Mit Vertrauen, mit Überzeugung, mit Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit. Und dann glaube ich auch, dass wir in unserer freien Gesellschaft mehr als genug Menschen finden, die da mitmachen, wenn sie nämlich das Vertrauen in uns, ihre Politiker, ihre Abgeordneten haben, sehr geehrte Damen und Herren. Ich könnte jetzt noch relativ viel ausführen. Ich will nur noch zwei Sachen ausführen. Zwei Sachen, die mir auch noch einmal wichtig sind. Die Frage, was ist der Ausblick? Wie bereiten wir uns eigentlich darauf vor, wenn ein Impfstoff da wäre? Wieso haben wir nicht aktiv die Gruppen, die gefährdet sind, positiv aktiv aufgefordert, eine Grippeimpfung zu machen? Versorgen wir die mit besonderem Schutzmaterial? All so Sachen, die mir sofort einfallen würden. Man könnte natürlich auch sagen, die Luftfilter müssten auch in den Altersheimen stehen, nicht nur in der Staatskanzlei. All die Themen könnte man aufgreifen. Und da würde ich Sie schon bitten, geben Sie uns doch einmal einen Ausblick, was Sie jetzt genau vorhaben, wie Sie aus dieser Krise lernen und wie Sie aus dieser Krise rauskommen wollen. Ich glaube, genug Ideen sind heute hier genannt worden von vielen Fraktionen. Eine kommt da noch, vielleicht gibt es noch eine Idee mehr. Aber es gibt genug, worüber Sie sich jetzt schon einmal Gedanken machen können. Und eins ist ganz wichtig, Herr Al-Wazir. Sie haben es ja selbst im März gesagt. Sie haben gesagt, dass die Corona-Krise eine Existenzkrise für die Wirtschaft werden kann. Sie haben davor gewarnt, Herr Al-Wazir. Aber was haben Sie denn getan? Wir haben hier eine Regierungserklärung von Ihnen gehört, wo Sie den Flughafen ausgespart haben, wo Sie die Industrie ausgespart haben, wo Tausende und Abertausende Beschäftigte mittlerweile wirklich Angst um ihren Arbeitsplatz haben und wo gigantische Vermögensverluste der Volkswirtschaft direkt absehbar sind. Ich würde auch gerne noch einmal wissen, Herr Al-Wazir, wie kommen wir auch wirtschaftlich aus dieser Krise? Weil ein zweiter Lockdown ist ein absolutes Gift für die Wirtschaft, es ist Gift für die Kultur, für die Gesellschaft, es ist ein Gift für das Bildungswesen. Und dieser Lockdown in der Form, wie Sie ihn hier skizziert haben, findet nicht unsere Zustimmung, sondern wir hätten uns auf zwei Maßnahmen begrenzt. Das andere ist reiner Aktionismus, und er schadet vielen Menschen in unserem Land. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Rock.